Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von dem Spiel Pure Farming. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, Leute, was macht der Helfer denn da schon wieder? Alles klar, schöne Begrüßung. Wir grubbern weiter hier und hoffen mal, dass wir nächste oder diese Folge fertig machen können. Also, als ihr gerade nicht dabei war, da würde ich sagen, hat er gut gearbeitet. Ja, aber jetzt macht er auch wieder. Also, es ist kurios. Es ist wirklich ein kurioses Ding hier mit dem Helfer. Aber ich sag mal, 65% hat er geschafft. Das kriegt er jetzt auch noch in das letzte Stück. Man muss nur ein bisschen Zeit lassen. Dann macht er da sehr gute Arbeit. 48 Liter nur noch. Alter Schwede. Was geht denn da ab? Der braucht aber viel Sprit. Der verbraucht aber viel Sprit, jo. So. Zack. Und ich überlege immer noch, ob wir einen Kredit aufnehmen sollten. Allein, dass wir die anderen Gerätschaften oder Fahrzeuge kennenlernen. Da hätte ich ja schon Lust drauf. Aber eigentlich ist es Quatsch, ne? Eigentlich ist es Quatsch jetzt schon. Das geht ja. Oder was kommt? Ah, wollen wir? Wir gucken einfach mal, was für Fahrzeuge so möglich wären. Oder Traktoren. Hätte ich ja schon Bock drauf. Wie viel PS hat der jetzt? Wir haben ja die... Welche haben wir denn jetzt hier? Gucken wir mal. Ah, genau, dieser Maya. Hab ich doch richtig gedacht. Wir haben jetzt diesen hier. Und könnten uns eventuell... Ja, den... Nee, ich möchte eine andere Marke kennenlernen. 75, der 113. Oh, der ist ja auch nice, der JCB-Radlader. Oh, den möchte ich gerne mal testen. 90.000, ein Schnapper hier. Was wäre dann unser Kredit so im Monat? Warum? Ach ne, hier müssen wir hin. So. Dann will ich jetzt mal einen Kredit von... Nehmen wir an. Wir nehmen Kredit von... Mehr als 100.000 geht nicht. Und Ratenzahlung machen wir mal... Müssen halt gucken, wie wir klarkommen. Machen wir mal 30 Ratenzahlungen, sonst werden wir das vielleicht nicht packen. Machen wir das mal so. So, jetzt haben wir ein Darlehen aufgenommen. Ja, und jetzt können wir sagen... Du kannst dich nicht erwähnen... Ach so, ich da... Ja, sorry, steige ich halt aus. So. Hey, wir testen jetzt einfach mal was, ne? Weil es soll ja auch vorwärts gehen. Wir möchten ja was erkunden. Zack. Weil ich wollte mir auch mal den JCB-Traktor anschauen. Das heißt, wir gehen hier auf Karte, weil wir können uns ja, wie gesagt, teleportieren. Das ist kein Problem. F1-Menü bräuchte ich einmal. Kann ich jetzt nicht öffnen. Okay, muss ich nochmal raus. So. Jetzt gehen wir auf Karte. Jetzt gehen wir hier hin. Und jetzt können wir sagen, teleportieren. Zack. Und weil das hier günstiger sein soll, gehen wir da hin und sagen, wir möchten gerne einen JCB kaufen. Kaufen wir das? Weil ich will einfach mal gucken, ob das dann schneller geht. Weil 4 km/h ist mir schon ein bisschen wenig. So, kaufen wir euch den ganz dicken, kaufen wir uns nicht. Wir kaufen uns den hier für 75.000. 230 PS. Nice, Leute. Ein Allrounder. So. Was ein Ding. Und dann können wir den anderen eigentlich verkaufen. Das wäre am verfixen. Ja, Leute, das ist doch schon mal... Das ist mal eine Maschine. Spiegel gehen leider nicht, okay. Rundumleuchte. Medium. Ah, nicht so dolle. Oh, der ist aber noch wackelig auf der Beine. Meine Herren. Gucken wir doch mal, was wir hier gekauft haben.
schnellen wir das mal um. So. Und verkaufen wir auf jeden Fall den anderen Traktor. Das, da haben wir letztes Mal Unsinn gemacht. Also hätte ich anders direkt kaufen sollen. Aber man lernt ja, ne? Man lernt ja dazu. Ich dachte nur halt, es ist noch nicht möglich, einen Kredit aufzunehmen. Deswegen habe ich da so gehandelt. Was macht der da? Ist ja Wahnsinn. So, dann werden wir aufsteigen. Komm. Zack. Fahren wir erstmal einfach zur Seite gerade. Dann können wir mal gucken, was wir damit machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben auch. Wenn ich mich nicht gleich schon entschieden habe. Manchmal geht das ganz schnell, ne? Ah, da ist das Ding. Das ist schon... Also ich muss wirklich sagen, von außen sehen die Modelle schon sehr geil aus. Oder bitte teilweise. Weil manche Modelle, habe ich schon gesagt, gefallen mir nicht so gut. Manche ganz gut. Der sieht wieder ziemlich nice aus. Von innen, weiß ich nicht. Ist in Ordnung. Ist wirklich in Ordnung, aber von außen sieht es nicer aus. Ja, dann sieht er nicer aus. Können wir noch nicht? So. Jetzt bin ich echt mal mega gespannt. So. Das heißt, nach unten bewegen. Oh, alter Schwede, was ist das denn? Das ist ja Wahnsinn. Mit 20 und wir voll mit 4 km/h. Ja, moin. Alter, das ist ja mal mega nice. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da bin ich jetzt mal glücklich. Und es kann auch sogar sein, dass der Helfer einfach mit dem Traktor Probleme hat. Dass der das eventuell sogar nicht so dolle schafft. Deshalb, vielleicht können wir mal umhängen. Aber ich möchte es auch irgendwie nicht irgendwie riskieren, dem außen sein Element dazu entfernen. Also geht das hier vorwärts. Also wir gehen es jetzt an. Letzte Folge nochmal klein angefangen. Wir haben jetzt echt richtig nochmal umgerüstet. Was wir haben Maschinen gekauft, die wir gar nicht hätten kaufen sollen, weil wir teilweise zu wenig Informationen hatten. Aber jetzt kriegen wir schon irgendwie hin. Man lernt ja dazu, Leute. Man lernt ja dazu. Das ist ja das Schöne. Wie ich immer so sage. Man lernt auch aus Fehlern, ne? Das ist ganz normal. So. Jetzt überholen wir den natürlich gleich. Aber dann gucken wir nochmal eben bei den Paprikas. Paprikas? Ja. Papriken. Okay, sonst machen wir das gleich selber nochmal, das Flügen. Oh je, yeah, das kannst du echt nicht mit angucken. Meine Herren. Meine Herren. Das ist ja ein Fall für sich. Der Helfer hier. Weil wir so viel Zeit haben, mache ich das so ganz schön. Okay. Eine Bahn können wir noch ziehen. Danke. Vielleicht werden wir da wirklich mal den Traktor wechseln. Ich werde jetzt mal schauen. Wobei, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir lassen mal, okay? Ich will, dass der Helfer das schafft. Wir lehren ihn an. So, okay, dann lassen wir den auch mal hier stehen. Und dann nehmen wir den anderen Traktor mal mit und schauen wir mal am Hof. Wegen den... Paprikas, genau. So war das. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Ob wir die da irgendwie rausholen müssen oder ob die automatisch ins Lager gehen. Oder wie das da ist. Wachstum 60%. Oh, wir können... Können schon wieder ein bisschen düngen. Das machen wir doch erstmal. Wir können ja auch übrigens noch aufwerten. Das ist kein Problem. Wir können auch die Frucht ändern. Das ist überhaupt kein Problem. Zack. Da haben wir das auch. So, und dann wollte ich noch weiterschauen, was wir momentan noch so angehen können. Ich meine, wir haben jetzt 29.000. Das ist richtig.
Aber wir können halt so nebenbei was machen. Vielleicht. Zum Beispiel hier bei den Hasen mal gucken. Weil, da haben wir ja letzte Folge versucht, was zu verkaufen. Allerdings ging das noch nicht. So, jetzt wollte ich mal eben schauen, wie das aktuell hier so aussieht. Wir haben noch keine Jungkaninchen. Kaninchen 20%. Wollen wir noch 5 dazu kaufen? Kaninchen jung 5. Okay. Wenn ich jetzt im Menü gucke, zack. Und so, Tiere verkaufen. 10 Stück oder was auch immer. Preise beim Verkauf von Schweinen und Kühen wie Tablets. Ja, okay. Keine Tiere zum Verkauf. Okay. Hühner. Ich weiß auch gar nicht, warum das irgendwas, ja, mit 10 da steht, weil das ist echt kurios. Was kostet nochmal so ein Stallausbau? Oh, der ist mit Ruf gefahren. Moment. 5000, okay. Lassen wir das aber mal. Ich würde gerne einmal bei den Tieren gucken. Die feiern dann noch die Party. Der hat aber laut Musik. Der hat aber laut Musik. So, ich stelle das. Boah. Ist ja wie Stein hier. Ich stelle ihn einfach mal hier zur Seite. Licht hat er auch schon angemacht. So ist das Vorbild. Vorbildsmäßig hier. So, ich dachte, ich könnte da gerade mal eben gucken. So. Das ist meine Immobilie. Es ist okay. Wir können hier auch Schaffutter kaufen. So, ich wollte bei den Hühnern gucken, genau. Das machen wir auf jeden Fall jetzt sofort. Da kaufen wir auf jeden Fall einen von. Weil ich möchte ganz gerne das erstmal, also einmal, also es müsste sich aufwerten oder so. Ich möchte nur einmal jetzt, so wie das aussieht und das war da vielleicht mal so 10. So, 10 Stück. Wir drei Küken 10. Und wir gucken nochmal eben einmal was nach. Und zwar unter Hasenstelle. Okay, Asla. Was ist mit Getreidefelder? Aha. Hier steht's. Pflanzen, Bewässerung, Düngung. Das ist eigentlich relativ egal. Alle Felder müssen vor dem Sehen entweder gepflügt oder kultiviert werden. Du verwirrst mich. Pflügen oder kultivieren. Das heißt, wir müssen eigentlich gar. Das ist schon wieder doppelt gemoppelt, wie ich das verstehe. Okay. Ja. Okay, da habe ich sie dazu gut gemeint. Das ist ja auch mal so eine Diskussion. Muss ich erst grubbern und dann pflügen? Oder erst pflügen und dann. Ja, was? Keine Ahnung, ne? Oder umgedreht jetzt mal. Ja. Okay. Können wir ja was kaufen, ne? Weil wir haben ja Futter. So, 10, 60, oh, das ist echt günstig, ne? Jetzt können wir beispielsweise Futter kaufen. Das ist kein Problem. Futter. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel die so benötigen. Oh, nicht so viel. Das ist jetzt 7%, okay. Ja, mehr machen wir mal mehr hier. Es reicht. Gucken wir mal. Weil anscheinend Lämmer, ja. Die Wollsäcke kommen dann wo raus, wenn ich das jetzt richtig sehe? Gucken wir mal. Ich denke mal dann hier, genau. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon.
Ja, hallo Leute, was geht? Ich mach die gleichen Bewegungen irgendwie gefühlt, ne? Ich geh mal weg. So, sehr gut. Gehen wir nochmal weiter. Es ist ja tatsächlich nicht so teuer, das erstmal so die grundlegenden Elemente kennenzulernen. Man kann Futter dazu kaufen. Ups. Mal gespannt, wie das aussieht, ob wir dann auch Schafsfutter irgendwie selber anmischen können oder ob wir da normale Raps nehmen oder wie es auch aussieht. Müssen wir gucken. Hier ist das gleiche Spielchen. Müssen wir warten. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Ach, hier haben wir auch Kuhfutter. Das heißt, wir können tatsächlich schon sogar... Wie teuer ist das denn hier? 25.000, ja, da müssen wir warten. Es sei denn, wir verkaufen halt den Traktor. Was haben wir hier für... Was steht denn da drauf? Farm Animal Mass, okay. Was brauchen wir nochmal dafür? Steht nicht, ja, ich glaube, das machen wir dann mal. Okay, Leute. Gut, wieder ein Tag um hier in Pure Farming. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.